Hallo, ich zeige heute, wie man einen Jasper Report von Forms aus ausführt und das mit dem Jasper for Oracle Server. Ich habe dazu vorbereitet, dass wir einen Report haben, der die Employee-Liste für ein Department ausgibt. Dazu wird auch ein Scriptlet verwendet. Und ich habe einen Parameter, das ist die Department-ID des Parameters. Das ist die Department-ID, die wird übergeben. Und wenn wir den Report ausführen, fragt er die Department-ID ab. Geben wir mal die 30 ein. Play. Okay, und wir haben einen entsprechenden Report. Okay. Den wollen wir jetzt auf den Jasper for Oracle Server einmal deployen. Dazu haben wir eine Description, wie ein Jahr erstellt wird, vorher gemacht. Wie das erstellt wird, gibt es in einem anderen Video. Das deployen wir jetzt ganz schnell. Konkret wird alles, was zu dem Jasper Report gehört, auch das Scriptlet kompiliert und so weiter, in ein Jar gepackt. Das ist das JVO-Demo-Jar und in das Verzeichnis der Reports vom JVO-Server reinkopiert. Und das ist alles, was man zum Deployment braucht. Sage ich Finish. Jetzt ist es auf dem Jasper for Oracle Server. Das sage ich dem Jasper for Oracle Server über Redeploy. Gibt es eine einfache URL, die aufgerufen wird, dass er jetzt die neue Version von allen Reports sich nochmal nehmen soll. Und das war's auch schon. Der Report ist jetzt auf dem Jasper Report Server. So, um den jetzt einzubauen, in Forms, noch was vorbereitet. Erstmal eine Standard-Procedure in der Datenbank. Über diese Procedure werden so die Grundeinstellungen gemacht, die eine Package, die mitgeliefert wird, die Team JVO Package, die Grunddaten hat, um sich mit zum einen dem Jasper Server zu verbinden und um zum anderen dem Jasper for Oracle Server zu sagen, wie er sich wieder gegen die Datenbank verbindet, wenn der Report ausgeführt wird. So, konkret wird die Package aufgerufen mit der Funktion Setup Credentials und ich übergebe den DB Server, den Port, den dazugehörigen Service und den JVO Server on Port. Okay, habe ich hier jetzt einfach in lokale Variablen reingepackt. Würde man normalerweise wahrscheinlich aus Konfigurationstabellen laden. Und das ist eigentlich alles, was ich an Vorbereitung habe. Bis auf in Forms habe ich noch einen kleinen Dialog erstellt. Und zwar ist in diesem Dialog zum einen ein Login-Bereich. Dort kann ich mich mit Benutzernamen und Passwort anmelden und dann Login drücken. Und zum anderen wird, nachdem ich mich angemeldet habe, in so eine Liste gesprungen, wo dann eben alle meine Departments angezeigt werden. Ich verbinde mich mal mit der Datenbank. Connect, Username, HR. Das ist die SIT. Nein, der Service. Connect. Okay, führen wir das mal aus. Also wie gesagt, als erstes geben wir mal den Benutzernamen ein, HR, Passwort, Oracle, Login und dann habe ich diese Liste. Ja, kann ich dann noch mir einen auswählen, indem ich einfach den Datensatz aktuell mache, ich reinspringe und dann ist die Idee, dass wenn ich auf Print drücke, dass dann eben halt der Report als PDF angezeigt wird. Okay. So, und das Erste, was wir also machen müssen, ist uns in das Login einhängen, damit wir dem Jasper for Oracle Server sagen, mit welchem Benutzer er ganz konkret jetzt den Report ausführen soll. Denn in diesem Fall soll der gleiche Benutzer verwendet werden für den Report, wie der Oberflächenbenutzer in Forms verwendet wird. Okay, dazu gehe ich jetzt in den Trigger vom Login-Button. So, aktuell macht er halt Folgendes: Logout. Wie ein Logon mit den eingegebenen Benutzernamen Passwort. Dann versteckt er das Login-Window und springt eben halt in diese Departments-Block. Okay, also wollen wir als erstes diese Prepare-Session-Funktion oder Setup-Session-Funktion aufrufen. Setup-Session, um die Grundeinstellung vom JVO-Server einzustellen. Und danach rufen wir einfach auf Team JVO.setup Credentials und übergeben jetzt den Username
ist der eingegebene Benutzername, also Login.Benutzer. Und das eingegebene Passwort. Kompilieren. Schups, alles richtig. Super. So, damit habe ich die Session im Endeffekt vorbereitet. Und jetzt möchte ich in der Liste, dass in dem Augenblick, wo der Print-Knopf gedrückt wird, der Print-Button gedrückt wird, dass ich in dem Augenblick, ja, den Parameter, die Department-ID übergebe, zum einen und dann zum anderen den Report aufrufe. Und das in einem neuen Browserfenster. Okay. Als erstes übergebe ich also den Parameter Team JVO, wieder unsere Package. Und da gibt es die Funktion add param. Und dann gebe ich einfach ein, wie der Parameter heißt, Dept ID, so wie wir im Report angegeben haben. Und zum anderen, ob es was übergeben werden soll. Und das ist aus dem Departments-Block, Departments, die Department-ID. Die hätte ich mehrere Parameter, würde ich eine Handvoll mal add param aufrufen. Für jeden Parameter einmal. Okay. So, jetzt soll der Report erstellt werden. Team JVO. Punkt. Das mache ich mit Prepare Report. Und dort übergebe ich zum einen P Project Name. Das war, wie ich eben gesagt habe, es wird ein Jar-File erstellt und genau der Name dieses Jar-Files, den gebe ich jetzt hier an. JVO Demo. Ja, schön Groß-Kleinschreibung beachten. Wir sind auf einem Unix-System. So, ich brauche nicht Jar angeben. Das zweite ist, jetzt gebe ich aus diesem Jar-File den Report an. Ich könnte ja in dem Jar-File auch mehrere Reports drin haben. Das ist dann P-Report-Name. Ja, unser Report. Zuck, hieß Employee Example. Okay. Also, schön eindrücken. Employee Example. Auch hier gebe ich keine Endung an. Das macht der Server für mich. Und als letztes gebe ich noch an, in welchem Format der Report erstellt werden soll. Format. In diesem Fall möchte ich jetzt ein PDF haben, aber ich könnte auch ein Word-File mit Doc angeben oder DocX. Ich könnte auch drucken. Kommen wir gleich noch zu. PDF. Okay, so, damit wird der prepared, der Report. Und das Letzte ist, dass ich jetzt ein neues Fenster dann aufmachen möchte, in dem dann der Report angezeigt wird. Und das mache ich über web.showDocument, um ein neues Fenster aufzumachen, neues Browserfenster. Ups, da. Show Document Team JVO, unsere Package. Und da gibt es die Funktion Report URL. Und die holt praktisch aus dem prepareden Report die URL, mit der dann eben halt der Report aufgerufen wird. Das Ganze soll in einem neuen Fenster stattfinden. Schwupp. Und das war es auch schon. Kompilieren wir mal. Okay. Und dann können wir es ausführen. So. Melde ich mich wieder an. Oracle. Quatsch, HR. Oracle. Login. Meine Liste. Dann gehe ich jetzt mal hier auf Purchasing. Drücke auf Print. Und daraufhin wird, hier oben ist die URL, die übergeben wird, da ist das Token und da sehe ich dann eben halt meine Liste vom Purchasing. Okay, jetzt nehme ich mir was anderes, ein Sales Print und die Liste vom Sales. Oh, Executive. Ja, das war der obere. Jetzt aber, jetzt bin ich im Sales drin, Print und das ist die Sales Liste. Okay, so einfach geht das. Wenn ich drucken wollte, dann muss ich noch den Drucker mit angeben. Dafür gibt es eine URL. Das ist die
Admin Printers. Die zeigt mir an, welche Drucker auf dem System, auf dem der JVO-Server installiert sind, ist, vorhanden ist. Und dann gibt es hier zum Beispiel den HP LaserJet oder HP Vertrieb. Das kann ich mir leichter merken. Und da würde ich jetzt nichts weiter machen als, schließen wir mal ganz kurz. Hier statt PDF würde ich jetzt Print angeben als Format. Upsala. Achso. Print. Und dann würde ich einen weiteren Parameter angeben, noch auf welchem Drucker gedruckt werden soll. Das wäre dann P Printer Name. Zock HP. So. Kann ich jetzt nicht zeigen. Hab keinen Drucker, der auf dem Bildschirm ist, aber so würde ich dann drucken. Okay, und das war's schon. Danke fürs Zuschauen.